Hallo und willkommen zum nächsten Teil in unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal lernen wir den ersten Modifier kennen. Es wird der Mirror-Modifier sein. Alle Modifier lassen sich ausschließlich im Objektmodus anwenden und beziehen sich immer auf einen Origin. Das bedeutet, wir können unseren Würfel ein Stück in der X-Achse, zum Beispiel um 2 Einheiten, verändern und dann hier einen Modifier anwenden. Modifier findet man hier beim Schraubenschlüssel, sagt Add Modifier und hat jetzt eine Auswahl an verschiedensten Modifiern. Die machen alle etwas Unterschiedliches und beziehen sich auf das gesamte Objekt. Das heißt, ein Modifier wird immer versuchen, dein gesamtes Objekt zu verändern. Wenn du nur einen Teil deines Objektes verändern willst, dann solltest du es vorher im Edit-Modus aufspalten in mehrere Objekte. Wie das funktioniert, hat man in einem der vorherigen Tutorials gesehen, nämlich Edit-Modus, dann verschiedene Vertex-Gruppen auswählen und Rechtsklick Separate by Selection. Unser erster Modifier wird der Mirror-Modifier sein. Das ist einer der einfachsten Modifier und sobald er aktiv ist, haben wir hier einen Konfigurationsmenü, in dem wir einstellen, was genau wir verändern möchten. Aktuell haben wir die X-Achse gesetzt, das bedeutet, er wird unseren Würfel in der X-Achse spiegeln. Aktuell passiert nichts, weil unser Origin nämlich in der Mitte des Würfels ist, das heißt, das Duplikat des Würfels ist genau an der gleichen Stelle wie unser bestehender. Wenn wir den Origin wieder in die Mitte setzen wollen, müssten wir nur STRG A Apply Location machen. Das bedeutet, unser Origin ist in der Mitte und somit wird er das Mesh um den Origin spiegeln. Wenn wir unseren Würfel nun bewegen, dann wird er weiterhin den Abstand halten zwischen dem Origin und unserem Mesh. Wir haben ja bereits gelernt, dass ein Objekt nur einen Origin hat und dass der wiederum die Lokation unseres Meshs angibt. Das heißt, egal wie groß dieser Würfel ist und aus was er besteht und ob das vielleicht ein kompletter Spielcharakter ist mit 500 Ries, dann wird er trotzdem nur einen Origin haben und dieses Mesh wird ihm ausschließlich eine Lokation zuweisen im Objektmodus und das ist dieser Punkt hier. Ein Mirror Modifier spiegelt im standardmäßigen Einstellungswert immer den Origin. Wofür ist dieser Modifier eigentlich gut? Wenn wir unseren Würfel mit Alt G wieder in die Mitte setzen, dann wird natürlich nur der Origin in die Mitte gesetzt und das Mesh wandert mit. Damit das Ganze in der Modellierung sinnvoll ist, gehen wir in den Edit-Modus. Wir können uns zum Beispiel diese Fläche hier weglöschen. Moment, ich wollte nur die Fläche weglöschen. So, gehen in den Vertex Select Mode, schnappen uns die hier. Gehen in die Seitenansicht und ziehen die ein Stück hierher. Vielleicht noch etwas aufskalieren. So. Wenn wir nun eine Seite bearbeiten, bearbeitet sich die andere gleichzeitig mit. Das ist ganz praktisch, wenn wir ein Objekt haben, das sich von allen Seiten aus gleich modellieren lässt, weil es einfach symmetrisch ist, dann haben wir nur noch die Hälfte der Arbeit. Und das ist so zwar recht sinnvoll, aber wir stellen fest, dass sich hier keine Verbindung eingehen lässt und wir sogar fehlerhaft in die andere Seite durch können. Das liegt daran, dass wir noch kein Clipping aktiv haben. Clipping bedeutet, dass er genau an dieser Kante des Vertex, unseres Origins, eine Barriere bildet. Und diese Barriere lässt sich dann verbinden. Und das ist Clipping. Wenn wir Clipping aktivieren, dann können wir nur noch auf den Nullwert, aber nicht weiter. Und sobald wir loslassen, verbindet sich unser Vertex, also wie bei einem Automerge, obwohl ich Automerge aktuell noch gar nicht aktiv habe. Wenn wir hier schauen, Automerge ist nicht aktiv, aber dennoch verbindet er unseren Vertex hier in der Mitte. Und das macht Clipping. Das ist sehr wichtig, wenn wir ein Objekt bauen, das später ein Körper werden soll, damit wir hier keine Trennung haben und gleichzeitig weiter dran arbeiten können, ohne dass es wieder aufreißt. Wenn wir einen Körper haben, der in beide Richtungen gleichzeitig symmetrisch ist, dann können wir den Y-Modifier ebenfalls aktivieren, also auf der Y-Achse, und er wird ihn auch noch in diese Achse spiegeln. Dazu sollten wir aber darauf achten, dass unsere
dass unser Objekt nicht über die y-Achse, also auf die gegenseitige y-Achse hinausragt. Also einfach unser Objekt zurückziehen. Oder falls das hier zu unübersichtlich wird, das gesamte Mesh einfach mit G, Y nach hinten ziehen, bis es wieder passt. Ein weiterer Weg wäre natürlich auch noch der X-Ray-Modus, den wir auch über Alt-Z aktivieren können. Und hier darauf achten, dass alles verbunden ist. Mit dem aktivierten Clipping müssen wir nur einmal in die Richtung der Nullachse gehen und schon ist alles verbunden. Das ist der Mirror Modifier. Als kleines Beispiel, wann uns der Mirror Modifier sehr nützlich ist, ist zum Beispiel, wenn wir eine Kiste bauen, zum Beispiel einen Obstkorb oder eine kleine Transportkiste. Dafür erschaffen wir einen neuen Würfel. Mit GZ1 setzen wir ihn auf die Nullachse, gehen in den Skalierungsmodus mit SY, in den Edit-Modus, schnappen uns unsere Fläche, die obere, extruieren sie nochmal und möchten zum Beispiel den oberen Teil abnehmen davon. Also markieren wir einfach unsere Flächen, Rechtsklick, Separate by Selection, GZ1 nach oben, haben jetzt schon mal eine einfache Kiste. Damit wir diese Kiste hier ordentlich bearbeiten können, möchten wir sie natürlich symmetrisch haben. Das heißt, wenn wir hier kleinere Dinge anbringen, zum Beispiel hier eine Einfassung, wo dann die Holzbretter nach unten gehen, können wir mit dem Modifier arbeiten, der das Ganze spiegelt. Es gibt noch weitere Modifier und die zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel gibt es den Solidify Modifier. Der macht aus Flächen einfach eine etwas festere Oberfläche. Das heißt, er macht das Ganze zu einem festen Körper, anstatt einfach nur Planes. Der Solidify Modifier, wow, funktioniert folgendermaßen. Man sieht es etwas schlecht, aber er hat es schon angewendet. Hier haben wir schon eine gewisse Dicke. Die funktioniert allerdings am besten, wenn wir vorher immer, wie bei jedem anderen Modifier, unseren Scale applyen. Das heißt, aktuell können wir den nochmal rausnehmen, dann Steuerung A Scale, auch hier Steuerung A Scale und nochmal Modifier Solidify. Wir zoomen jetzt ein kleines Stück hin. Jetzt sehen wir es besser und sagen, dass unsere Thickness etwas ansteigen sollte. So, vielleicht sogar noch ein Stückchen. Ja, das ist besser. Wenn wir nun unser Objekt nehmen, wir können es übrigens isolieren, indem wir den restlichen Körper hier ausblenden. Um Modelle ein- und auszublenden, können wir einfach im Outliner das Auge drücken. In dem Fall ist das hier unsere Unterseite, also die Kiste, und das hier ist der Deckel, damit wir die später besser auseinanderhalten können. Und dann blende ich einfach die Kiste aus mit dem Auge. Das Ganze funktioniert natürlich auch über Shortcuts, mit dem Shortcut H für Hide. Wenn ich mehrere Objekte habe, ich erstelle zum Beispiel noch einen Würfel, so. Wenn ich jetzt alles ausblenden möchte, außer diesen Deckel, markiere ich den Deckel und drücke Shift-H. Und jetzt wird er alles ausblenden, was nicht in meiner Selektion ist. Somit kann ich eine aufwendige Szene bereinigen kurzzeitig, dass ich mein eigenes Modell bearbeiten kann und einfach mit einem weiteren Klick auf Alt-H wieder einblenden. Auch wenn ich ein Objekt ausgeblendet habe ohne die anderen, kann ich auch mit Alt-H wieder alles einblenden, was vorher unsichtbar war. Den Würfel brauchen wir nicht, ich möchte aber bloß die untere Kiste mit H ausblenden, damit ich euch hier zeigen kann, was eigentlich mit dem Solidify passiert ist. Dazu gehen wir in den Wireframe-Mode und gucken uns das mal genauer an. Er hat also neue Geometrie erschaffen, wie ein Extrude hat er die Fläche dicker gemacht und hat das Ganze komplett außenrum gemacht. Jetzt zeige ich euch noch einen Modifier.
der bei unserer Kiste ganz praktisch ist. Hier müssen wir den X-Ray-Modus ausmachen, wieder in den Solid-View gehen. Und jetzt möchte ich diese Kanten glätten. Um Kanten zu brechen, kann ich einen weiteren Modifier einblenden. Diesen Modifier muss ich noch nicht aktivieren. Ich kann ihn auch aktiv lassen, einfach ein bisschen kleiner machen, damit ich ihn sozusagen nicht mehr so groß habe hier und nach unten scrollen muss. Wichtig ist, ein Modifier ist erst dann richtig im Mesh, wenn er applied wird. Apply bedeutet so viel wie anwenden und dann wird er hier in unserem Modifier verschwinden und seine Änderungen, die er ans Mesh macht, werden ausgeführt. Noch könnte ich den Modifier einfach ausblenden, wenn ich das möchte, in den verschiedenen Views, zum Beispiel hier für die Render View. Das heißt, er wird zwar hier beim Modeling noch angezeigt, aber er wird nicht im Render existieren. Das hier bedeutet, dass er in meiner 3D-Szene sichtbar oder unsichtbar ist. Und in dem Falle, ob er im Edit-Modus oder On-Cage ist. Wenn wir nun also einen neuen Modifier hinzufügen wollen, können wir den einfach ein bisschen einklappen und nochmal Add Modifier drücken. Und diesmal markieren wir natürlich vorher im Objekt-Modus, weil nur da lassen sich Modifier anwenden, unseren Deckel. Den hier möchten wir wieder sichtbar schalten. Und sagen Add Modifier Bevel. Bevel macht nichts anderes, außer Kanten abzuschleifen. Umso einfacher euer Objekt ist, umso mehr es gerade Kanten hat, umso schöner funktioniert unser Modifier. Zum anderen erschafft er dann keine unnötige Geometrie. Der Bevel Modifier wendet sich auf absolut jede Edge an, die wir haben, und macht aus dieser Edge zwei Edges. Und lässt einen 45-Grad-Winkel daraus machen. An den Ecken macht er ein Tree. Das bedeutet, wenn wir Trees vermeiden möchten, sollten wir mit dem Bevel-Modifier vorsichtiger sein. Der Bevel-Modifier hat sehr, sehr viele Einstellungen, die wir noch verfeinern können. Wir schauen uns den eines Tutorials mal genauer an. Aber momentan reicht es uns, dass wir verschiedene Modifier kennenlernen und wissen, dass wir auf sie zurückgreifen können, falls wir sie brauchen. Wir können diesen Modifier einfach applyen, wenn wir das möchten. Mit Apply und unseren Solidify können wir ebenfalls applyen. Manchmal ist es wichtig, dass Modifier in der richtigen Reihenfolge angewendet werden. Dann kann man die Reihenfolge einfach verändern, wie hier. Das zeige ich jetzt bei unserem nächsten Objekt. Mit Alt-H blende ich es uns wieder ein. Und mit Shift-H blende ich wieder die Deckel aus. Hier ebenfalls ein Solidify-Modifier. Wieder die Thickness etwas erhöhen. Ungefähr so. Und dann möchte ich zum Beispiel noch einen weiteren Modifier. Das wäre der Bevel-Modifier. So. Hier ist die Reihenfolge wichtig, weil wir nach dem Solidify mehr Geometrie haben, die gebevelt werden muss. Solange ich in dem Falle die Reihenfolge mit den Pfeilen so gesteuert habe, dass erst gebevelt wird und dann solidified, habe ich weniger Geometrie, denn beim Beveln hat er weniger Kanten zur Verfügung. Wenn ich den ausblende, sehe ich, dass ich bei meinen Flächen einfach nur eine Edge, noch eine Edge und noch eine Edge an dieser Kante habe. Sobald der aber andersrum ist, von der Reihenfolge, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich erstmal, ich mache mal den Bevel aus, dass ich jetzt 1, 2 Edges an der Seite habe, 1, 2 Edges hier, hier eine Edge und innen und außen eine Edge. Und die werden alle mitgebevelt. Das konnte vorher nicht geschehen, weil natürlich die Reihenfolge andersrum ist. Das bedeutet, die Reihenfolge von einem Modifier ist extrem wichtig und sollte immer berücksichtigt werden. In dem Falle möchte ich natürlich erst den Solidify haben und dann einen Bevel anwenden, damit das Ganze etwas hübscher ist. Bei unserem Bevel können wir entscheiden, wie scharf soll eigentlich hier diese Kante abgeschliffen werden
Das wird mit dem Offset geregelt. Wenn wir den Offset nach unten regeln, dann sehen wir schon, wie sich hier unsere gebevelte Kante verkleinert. Ich zoome mal etwas rein, damit wir das besser sehen. Das ist unser Offset. Falls euch diese Stufen etwas zu scharf sind, bei denen sich hier, wenn ich in das Feld zeige und dann ziehe, wenn die zu grob sind, die Raster, also von 0 Meter auf 0,1, 0,3, 4, dann einfach die Shift-Taste drücken und er wird in sehr viel kleineren Abständen die Zahlen höher oder niedriger setzen. Somit haben wir einfach eine feinere Hand zur Verfügung. Auch wenn wir das ganze Ding später shaden, also einfach Rechtsklick Shade Smooth machen, dann ist der Bevel entscheidend dafür, wie hübsch diese Kanten sind oder nicht. Hier ist der Unterschied gebevelt und nicht gebevelt. Spielt ein bisschen mit den Modifiern Solidify, Bevel und Mirror herum, schaut, wann er für euch praktisch ist und wann nicht, und erschafft eine hübsche Schatztruhe im Piratenstil.